Was geht? Cory hier. Und heute werden wir über dieses Buch... Also wenn man ein richtiger Christ ist, dann geht die Bibel so kaputt. Dann weiß man, dass man viel liest in dieser Bibel. Und sie muss angemalt sein. Dann weiß man, man ist ein guter Christ. Heute werde ich euch erklären, wieso ich an die Bibel glaube. Und wieso ich daran glaube, dass sie heute noch relevant ist. Und wieso ich auch das benutze, was in dieser Bibel steht. Ich muss sagen, ich bin kein studierter Theologe, habe keine krasse Backstory in diesem Thema, aber ich kann das Internet benutzen und ich kann mir die Informationen, die ich brauche, da raussuchen, um so ein Video hier zu machen. Und ich verstehe voll, dass manche Leute nicht glauben, was in der Bibel steht oder dass die Bibel wahr ist, aber ich möchte heute zeigen, wieso es doch Sinn macht, diese Bibel zu glauben. Und vielleicht findest du ja ein paar Punkte, die dich überzeugen. Maybe, maybe not. Ich bin nur hier, um die Information weiterzugeben. Ebenfalls ist mir klar, dass ich in einem Video nicht alles erzählen kann, was es zu diesem Thema gibt. Ich möchte heute nur eine kleine Zusammenfassung vortragen, die mich persönlich überzeugt hat, an die Bibel zu glauben. Wir fangen einfach mal an. Die Entstehungsgeschichte. Die Bibel ist nicht einfach ein Buch, das eine Person zusammengeschrieben hat. Die Bibel besteht aus 66 Büchern oder Texte von ca. 40 Autoren, die über eine Zeitspanne von 1500 Jahren zusammengesetzt wurde. Krass ist nicht nur, wie sie zusammengekommen ist, sondern auch, wie wir an den Punkt gekommen sind, an dem wir heute hier die Bibel in der Hand haben und lesen können, wie wir an diesen Punkt hier gekommen sind. Um an den Punkt zu kommen, an dem wir heute sind, musste diese Ansammlung von Texten immer und immer wieder kopiert werden, damit sie auch weit verbreitet werden konnte. Und es war nicht kopieren, wie wir heute machen, copy and paste, es musste abgeschrieben werden. Und auch da meine ich nicht so, wie wir ihn damals in der Schule abgeschrieben haben. Es wurde Buchstabe für Buchstabe abgeschrieben und wenn da ein Fehler war, dann wurde es einfach vernichtet. Bis 1947 hatten wir nur einen Text, der zurückdatiert werden konnte auf das Jahr 1008 nach Christus, Pi mal Daumen, plus minus ein paar Jahre. Das heißt, wir hatten gar nicht den Ursprungstext, sondern nur einer, der 1000 Jahre später gefunden wurde. Also wie können wir wissen, dass bis zum Jahre 1008 nach Christus keine Fehler entstanden sind? Keine Fehler, die den Sinn irgendwie verändern. Und dann kommt das Coole, was ich gesagt habe, bis 1947. Da wurden nämlich die Qumran-Schriftrollen gefunden. Es waren 15.000 Fragmente aus 850 Rollen. Was auch immer das bedeutet, ich habe einfach nur Zahlen aufgesagt. Aber es wurden sehr, sehr viele Kopien und Abschriften gefunden, die zurückdatiert werden konnten auf 150 vor Christus. Das heißt, wir haben zwei alte Fragmente gefunden. Eins, das 1000 nach Christus datiert wurde und eins, was 150 Jahre vor Christus datiert wurde. Und dann hat man diese zwei verglichen. Und jetzt kommt halt das Krasse, wieso ich denke, okay, da muss ja eigentlich muss immer ein Fehler entstehen über so eine lange Zeitspanne. Aber es wurde kopiert und kopiert und kopiert über 1000 Jahre. Und dann hat man die zwei hier verglichen und es gab kaum Fehler. Die Fehler, die man gefunden hat, waren meistens Buchstaben, die vertauscht wurden. Und auch die ein paar größere Fehler haben nichts an dem Sinn, an dem Verständnis dieses Textes geändert. Das heißt, diese Kopiermethode, die sie hatten, oder diese Abschriften, die sie hatten, waren so krass, dass über 1000 von Jahren keine Fehler entstanden oder nur winzig kleine. Und das finde ich eigentlich schon übernatürlich, weil wenn ich an stille Post denke, ich kann noch nicht mal 10 Leuten eine Nachricht weitergeben und es ist immer noch derselbe Sinn wie am Anfang. Kommen wir zum nächsten Punkt, was nur so ein Punkt B ist. Die zusammenhängende Geschichte. Wir haben jetzt also die Texte, die aus aller Welt zusammengeführt wurden und trotzdem machen sie einen zusammenhängenden Sinn. Wenn ich jetzt zum Beispiel heute schreiben würde, wie mein Tag heute war und dann jemand in Afrika würde schreiben, wie sein Tag heute war und jemand in Australien würde sagen, wie sein Tag heute war und wir würden diese Texte zusammenführen, würden sie nichts miteinander zu tun haben. Außer, dass sie vielleicht auf der Erde spielen. Obwohl das Buch zerstreut geschrieben wurde, hat das in der Tiefe einen zusammenhängenden Sinn. Wir Menschen haben das Recht auf ein Leben mit Gott im Himmel verloren, können also nicht
durch unsere eigene Kraft wieder in den Himmel kommen. Also muss etwas kommen oder jemand kommen, der uns dieses Recht wieder zurückgibt. Und das ist natürlich Jesus, der für uns gestorben ist, damit wir wieder zurück in den Himmel kommen können. Ganz, ganz grob zusammengefasst. Also das Alte und das Neue Testament sind nicht unbedingt zwei separate Bücher, sondern haben eher zwei verschiedene Funktionen. Das erste zeigt uns, dass wir aus eigener Kraft nicht gerecht werden können. Und das Neue Testament sagt uns, wie wir das doch schaffen, weil Jesus für uns gestorben ist. Das Alte Testament deutet immer auf Jesus, der kommen wird. Und das Neue Testament zeigt uns, Jesus ist gekommen und er hat getan. Oder er hat's vollbracht, wie er selber sagt. Kommen wir zum nächsten Punkt, Prophetien. Wie ich hoffentlich klar gemacht habe, ist, dass ein Teil der Bibel mindestens älter ist als 150 vor Christus. Und im Alten Testament gibt es überall verstreut Prophezeiungen und speziell Prophezeiungen über einen Mann, der kommen wird und für unsere Sünden sterben muss. Es gibt über 300 Prophezeiungen über Jesus. Wo er auf die Welt kommt, was er tun wird, wo er hingehen wird, dass er geschlagen wird, dass er gefoltert wird, dass er... Und. Beispiel. Zacharia 9,9. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel. Auf einem Esel. Ja. Auf dem Fohlen einer Eselin. Und vergesst nicht, falls ihr es noch nicht wusstet, mindestens 100 Jahre vor Jesus kannten alle Gelehrte diese Textzeile. Jahre später gab es diese Zeile. Johannes 12,14. Jesus ließ sich ein Eselfohlen bringen und ritt auf ihm in die Stadt. Damit erfüllte sich das Prophetenwort. Das war jetzt eine Prophezeiung von 300 nur über Jesus. In der ganzen Bibel gibt es über 3000 Prophezeiungen. Und mehr als die Hälfte wurden davon erfüllt und ein paar wurden noch nicht erfüllt, weil sie noch in der Zukunft kommen werden. Und wie gesagt, es gibt einige davon, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Und der letzte Punkt, den ich habe, ist die Relevanz. Ich glaube, dass die Bibel wahr ist, weil sie heute immer noch relevant ist. Wie ich mein Leben lebe, kommt aus der Bibel. Fragen, die ich mir stelle oder die Menschen sich allgemein stellen, werden in der Bibel beantwortet. Crazy. Was kommt nach dem Tod? Was ist wirklich Liebe? Gut und Böse? Was ist der Sinn des Lebens? Alles das wird in diesem Buch erklärt. Wenn wir danach handeln würden, was in der Bibel steht, würde die Erde perfekt sein. Und ich glaube, das würde niemand verneinen. Es heißt, lieb deinen Nächsten wie dich selbst, töte nicht, klaue nicht, lüge nicht, hilf den Armen, seid gerecht oder liege ich da falsch? Aber die Bibel ist einfach auch so wahr. Also sie schreibt Sachen, die wir einfach sehen, auch tausende Jahre danach. Zum Beispiel 2. Timotheus 3, 2 bis 4. Die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden überheblich und anmaßend sein, Gott verlästern und sich selbst weigern, auf ihre Eltern zu hören. Dank und Ehrfurcht kennen sie nicht, sie lassen andere im Stich, sind unversöhnlich und verleugnen ihre Mitmenschen. Ihr Leben ist ohne Hemmungen, brutal und rücksichtslos. Sie hassen alles Gute, Verräter sind sie, die sich nicht beherrschen können und nur sich selbst für wichtig halten. Nichts als ihr Vergnügen haben sie im Kopf und Gott ist ihnen völlig gleichgültig. Oder Römer 1, 32. Dabei wissen sie ganz genau, dass sie nach dem Urteil Gottes dafür den Tod verdient haben. Trotzdem machen sie so weiter wie bisher. Ja, sie freuen sich sogar noch, wenn andere es genauso treiben. Und das erkennen wir doch auch heute. Es geht immer nur um uns. Und wir tun und lassen, was wir wollen. Wir freuen uns, wenn jemand genau dasselbe tut. Dann fühlen wir uns nicht so schlecht. Wie schon gesagt, wenn wir die Bibel nehmen würden und so umsetzen würden, würden wir auch viel weiser sein. Die Bibel hat so viel Weisheit. Alleine in den Sprüchen steht so viel Weises drin. Wir kennen doch alle das Sprichwort, Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, das kommt aus der Bibel. Steht in Sprüche 16,18. Es sind so Basics. Aber das alles steht in der Bibel. Das heißt, wenn du ein weiser Mensch werden möchtest, lies Sprüche. Wenn du nicht an Gott glaubst,
kann die Bibel dir trotzdem helfen, weise zu sein, weil da stehen banale, kluge Dinge drin, die dir einfach Weisheit geben. Zum Beispiel Sprüche 19,20. Höre auf guten Rat und nimm Zurechtweisungen an, damit du in Zukunft kluge wirst. Ich hoffe, ich konnte euch heute klar machen, wieso ich denke, dass es logisch ist, die Bibel zu glauben und zu glauben, dass die Bibel wahr ist. Sie ist mega krass entstanden. Sie hat einen schönen zusammenhängenden Sinn. Sie hat Sachen prophezeit, die später auch so eingetroffen sind. Und sie ist heute noch relevant wie kein anderes Buch. Und das alles in einem kompakten Ding. Das heißt, man muss sich keine 20 Bücher kaufen, man spart Geld, man kauft sich einfach die Bibel, dann hat man alles in einem. Und ich glaube auch, wenn wir uns so verhalten würden, wie die Bibel es sagt, dann würde die Welt so viel positiver sein. Und ich hoffe, dass ihr euch jetzt selber nochmal die Zeit nehmt, um alles das nachzuforschen, was ich jetzt so erzählt habe. Und ich weiß auch, dass das super grob ist, was ich jetzt nur angesprochen habe. Und dass ich viele Sachen auch übersprungen habe. Aber falls noch irgendwas Krasses unklar ist, schreibt es mir unten in die Kommentare, dann kann ich das beantworten. Und falls ihr wollt, dass ich noch ein tieferes Thema zur Entstehung mache, zu Prophezeiungen, zur Relevanz, was auch immer, dann könnt ihr mir das auch in die Kommentare schreiben. Ich werde es lesen, es sind nie mehr als 10, also kann ich mir Zeit nehmen zu antworten. Ich danke euch, dass ihr das Video angeschaut habt und jetzt bis zu diesem Punkt gekommen seid. Vergesst nicht zu abonnieren und diese kleine Glocke zu aktivieren. Weil dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video poste. Ich habe gesagt, jeden zweiten Donnerstag, Pi mal Daumen um 17 Uhr. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch liken, könnt kommentieren, das freut mich immer. Ich freue mich über jedes Kommentar. Ich habe jetzt 3 Videos hochgeladen, schaut euch diese Videos an, schreibt mir, was ihr denkt. Aber sonst, bis dahin, Core hier, ihr da, alles klar.